Dachebenen sind die Grundlage für das Konstruieren und Verschneiden komplexer Einzeldachflächen zu einem berechenbaren Dachkörper. Dachebenen werden mit den Lageeigenschaften der einzelnen Dachflächen, wie Höhenwerte oder Winkel, erzeugt. Sie haben keine Abmessungen und keine Form. Eine Dachebene wird durch das Zeichnen von zwei Linien aufgespannt. Die erste Linie in Blau definiert den Nullpunkt des Daches und trägt die Kniestockhöhe ab. Die zweite Linie in Gelb stellt die Neigung dar und wird in die entsprechende Richtung abgetragen. Die einzelnen Dachebenen verschneiden sich automatisch miteinander. Dabei werden Dachebenen-Schnittlinien erzeugt. Diese hellroten Linien bilden das Konstruktionsmuster zum Zeichnen der Form der Dachfläche, die in der jeweiligen Ebene liegt. Die Eigenschaft geschossübergreifend macht auch Dachebenen sichtbar, die in einem anderen Geschoss erzeugt wurden, und ermöglicht so den Verschnitt von Dachebenen geschossübergreifend. Jede aktivierte Dachebene zeigt ihre Hauptverschnittlinien an. Das automatische Ausblenden der nicht notwendigen Schnittlinien erleichtert das Zeichnen der Dachflächenform. Über das Kontextmenü oder über die Liste der Dachebenen können Ebenen unsichtbar geschaltet werden.